Der Kölner Geisterzug. Seit fast 30 Jahren ein alternativer Karnevalsumzug am Karnevalssamstag, an dem tausende Menschen mit Schreckenskostümen friedlich durch ausgewählte Kölner Stadtteile ziehen und zu aktuellen politischen Themen demonstrieren. Jedes Jahr aufs Neue steht der Geisterzug unter einem Motto, welches die Demonstranten mit ihren selbst hergestellten Schildern und Outfits kritisch aufgreifen und zum Teil persiflieren. Ich finde das Motto von heute tatsächlich richtig klasse, weil es einfach sehr aktuell ist. Finde ich gut. Wir gehen sowieso für Köln for Future jeden Freitag auf die Straße. Und das ist einfach eine logische Erweiterung. Die Forderungen der Demonstranten an die Politik sind jedes Jahr neu. Sie beziehen sich kritisch auf die gegenwärtigen globalen und regionalen Themen, die in der Gesellschaft aktuell diskutiert werden. Ich glaube, wir können noch sehr viel tun. Es gibt schon viele Leute, die da sehr aktiv sind im Umweltschutz und auch im Klimaschutz. Fridays for Future ist ja bei uns auch ganz groß. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Politik noch viel mehr macht. Also dass einfach viel mehr Leute in der Politik sich dafür einsetzen, dass tatsächlich die Industrie dazu gezwungen wird, auch umweltschonender zu produzieren. Ich glaube, man könnte noch einiges für die Umwelt tun. Beispielsweise das Tempolimit auf deutschen Autobahnen endlich einführen oder auch stärker auf E-Mobilität setzen. Der Ausstieg aus der Kohle und aus den nicht erneuerbaren Energien verstärken. Ich glaube, man könnte halt stärker auf vegetarische oder vegane Ansätze setzen. Und ich glaube, wir haben in Deutschland noch relativ viel zu tun. Beispiel ein bisschen drüber nachdenken, dass man nicht so viel Zebra benutzt, nicht so viele Taschentücher, kein Wegwerfplastik, nicht so viel Fleisch isst und wenn dann vom Bauer, wenn man weiß, wo es herkommt. Ja, jetzt muss ich aber weitergehen. Also ich als Mensch könnte, also zum Beispiel als erstes finde ich den Zulassungsbericht gut, Plastikflaschen zu vermeiden, wegzuschmeißen, also zu trennen und den richtigen Container zu geben. Darauf zu achten, ob die Verpackung kommt, weil sie kommt, wenn ihr Gemüse kauft, ohne Verpackung. Man kann auch seinen Metzger fragen oder Käsetheke, ob man dann trotz ausgelassener Feierlaune und der kreativen Art Haltung zu zeigen, sind die Menschen systemkritisch und formulieren ihre Forderungen klar an die Entscheidungsträger und an die gesamte Bevölkerung. Das Einfachste wäre, wir würden endlich ein Tempolimit einführen. Das Zweite wäre, wir sollten aufhören, fossile Brennstoffe zu verfeuern. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir haben genug Wind, wir haben genug Sonne, wir können sofort und wir können vor allen Dingen sofort aufhören, auf der Autobahn so schnell zu fahren. Die ist super. Also ich glaube, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen, werden wir das schaffen. Und wenn jeder in sich reinschaut, dann machen wir das gemeinsam. Eine aktuelle Protestbewegung in Deutschland ist das Bündnis Seebrücke, welches für Menschenrechte und die Entkriminalisierung der Seenotrettung im Mittelmeer einsteht. Die Seebrücke, wir sind ein bundesweites Netzwerk aus solidarischen Menschen. Wir treten ein für sichere Fluchtwege, für Seenotrettung und für die kommunale Aufnahme von Menschen auf der Flucht. Und heute demonstrieren wir hier mit mehreren hundert Menschen, um uns solidarisch zu erklären mit allen Menschen auf der Flucht, um dafür zu demonstrieren, dass Deutschland sofort alle Menschen in Griechenland aufnimmt, um die Lage zu deeskalieren und dass es einen dauerhaften Aufnahmemechanismus gibt für Menschen, die in Europa ankommen, damit diese Menschen sicher ankommen können, sicher aufgenommen werden und hier ein neues Leben anfangen können.
Das Bündnis organisierte seit 2 Jahren in über 30 deutschen Städten Demonstrationen, bei denen bis zu 16.000 Menschen friedlich für die menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten demonstrierten. Wir sehen Menschen, auf die geschossen wird, mit Wasserwerfern, Tränengas und Blendgranaten. Wir sehen bereits die ersten Toten und das sind Menschen, die einfach nur auf der Suche nach Sicherheit sind. Und das löst, wie gesagt, einfach nur Trauer und Wut aus über die europäische Politik. Bisher erreichten die protestierenden Bürger und Bürgerinnen in mehreren Städten die Bereitschaft der Kommunalpolitik, die Forderungen des Bündnisses auf Bundesebene zu diskutieren. Wir sehen, 2015, da gab es kein Problem. Wir haben viele neue Freundinnen gewonnen, wir haben neue Menschen gewonnen. Migration ist eine Chance für uns alle. Trotz Social Distancing und der Mundschutzpflicht setzen Aktivisten und Bürger aus Köln ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und wollen Solidarität mit der globalen Protestbewegung Black Lives Matter zeigen. You can see here it's like thousands of people. Okay, I'm here to protest about against injustice, inequality and the treatment that black people are getting all over the world. It started from America, but it's not only in America. In Germany, all over Europe, everywhere there is black population, there's a lot of persecution. That's what we're standing for. That's the reason why I'm here. Ich stehe für meine Familie, weil ich halt selber Familie habe, die aus Afrika kommt und auch schwarz ist. Und ich stehe heute für die hier und für viele andere. Es ist mir sehr wichtig, heute hier zu sein und trotz der aktuellen Situation trotzdem nicht leise zu sein, meine Stimme zu erheben. Und da muss man einfach seine Priorität gerade setzen. Ich denke, dass wir alle das hier so gut es geht einhalten, die Abstandsregeln und dass wir uns trotzdem versuchen, an die Regeln zu halten. Die Proteste der Black Lives Matter-Bewegung verliefen in Deutschland weitestgehend friedlich. In den USA und auch in anderen Ländern gab es wochenlange gewaltsame Unruhen, die insbesondere das Land Amerika weiter gespalten haben. Meine Freundin und ich, wir haben beide Namen von schwarzen Frauen aufgeschrieben, die in den USA durch Polizeigewalt verstorben sind oder umgebracht wurden. Und wir fanden es wichtig, dass auch vor allem schwarze Frauen hier einen Namen bekommen. Wichtig ist, Solidarität zu zeigen und für das man steht, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass man für eine offene Gesellschaft steht. Weil man immer wieder hört, dass man selber als eine Person nichts ändern kann. Und ich finde genau, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, jeder kann was ändern und das ist einfach nur eine Ausrede. Man muss das überwinden, man muss einfach ändern, was man nicht, angeblich nicht ändern kann. Wenn alle so denken würden, dann kann man das einfach dafür sich einsetzen, woran man wirklich glaubt und was richtig ist. Wenn ich jetzt sagen würde, meine Gesundheit liegt mir jetzt wichtiger, dann wäre es irgendwie ein bisschen egoistisch gegenüber der ganzen Aktion hier. Ich finde, selbst ich mich da in Gefahr bringen würde, würde ich dann was Gutes tun für die Zukunft. Weil man muss ja irgendwie nicht nur an heute denken, sondern weiter hinaus über den Tellerrand. 2017 bis 2019 war ich an dieser Schule Opfer von Rassismus, Diskriminierung und Sexismus. Rassismus und Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen ist ein allgegenwärtiges Thema. Die Verzweiflung und die Machtlosigkeit der Menschen wurde bei den Protesten in den USA in Gewalt kanalisiert und nahm ein zum Teil revolutionäres Ausmaß an. Die Proteste der Gelbwesten in Frankreich und insbesondere in Paris dauerten über Monate an und richteten sich an den französischen Staat und seinem Stellvertreter Emmanuel Macron. Zu Höchstzeiten demonstrierten Hunderttausende Franzosen im ganzen Land gegen die geplanten Reformen von Macron. Die Proteste waren selbst organisiert und die verschiedenen teilnehmenden Gruppierungen überwiegend heterogen. Unterschiedliche politische Lager schlossen sich dieser Bewegung an. Am 1. Dezember gab es eine ganz große Konvergenz von ganz vielen Sozialbewegungen, die alle gemeinsam sich diese gelben Westen angezogen haben und auf die Straße gegangen sind. Und darunter Klimaaktivisten. Diesen Klimaaktivisten und diesen Frexit-Leuten gab es natürlich das linke Lager, das rechte Lager. Aber vor allem gab es auch noch ein Lager, mit dem eigentlich niemand gerechnet hat. Und das sind die ganzen Leute aus den Banlieues, aus den Vororten. Also die ganzen Leute, die eigentlich schon in einer gewissen räumlichen Segregation leben.
Der Frust der Bürger aus der Mitte und der Unterschicht entlud sich bei den zahlreichen Protesten auf der Straße. Frankreich befand sich zeitweise im Ausnahmezustand, da sich sehr viele Aktivisten Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Die Krawallen von Seiten der Demonstranten, aber auch die unverhältnismäßige Polizeigewalt löst eine Spirale der Gewalt aus. Das formt mehr oder weniger eigentlich die Identität der Gelbwesten. Dass sie einfach ein Problem damit haben, dass Politik in Frankreich sehr elitär ist, dass sie bisweilen auch korrupt sein kann. Und deswegen sind eigentlich die meisten Leute auch auf die Straße gegangen. Also es gibt zum Beispiel eben diesen Spruch, der wie dieser Fin du mois, même combat, gibt es genauso Justice sociale, Justice fiscale. Das war sozusagen ein Spruch der ersten Stunde und das heißt steuerliche Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Weil das eigentlich der Hauptgrund war, warum die Leute auf die Straße gegangen sind. Die ganzen Hintergrundgeschichten, die es dann so im Laufe des Jahres gab, die haben die ganze Bewegung dann natürlich noch weiterhin auch geformt. Die gewaltvollen Proteste in Paris lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, wie zum Beispiel der geschichtliche Kontext Frankreichs und die gescheiterte Integrationspolitik des Landes. Es ist ein Beispiel von vielen, wie selbstorganisierte Proteste innerhalb einer Gesellschaft eine Veränderung anstreben und mit verschiedenen Mitteln durchsetzen wollen. Eines haben die meisten Protestbewegungen auf der Welt aber gemeinsam. Es ist der Kampf für Gerechtigkeit, für einen sozialeren Staat, gegen Rassismus und Unterdrückung jeglicher Minderheiten und für ein lebenswertes, friedliches Leben. Es ist meistens der Kampf zwischen oben und unten.